So, das sind die Handschuhe von Uvex. Athletic Light heißen die. Ja, sind nach Ökotex Standard 100 produziert, also schadstofffrei und so weiter. Gemacht sind sie aber doch produced for Uvex made in Sri Lanka. Also auch Uvex holt die Sachen aus Sri Lanka. Macht aber nichts. Die Dinger, ich zieh sie mal eben an. Also, sie sind relativ dünn. Was aber gut ist, weil das sollen keine Winterhandschuhe sein, sondern das sind so Mechanikerhandschuhe und man soll da Fingerspitzengefühl dran haben. Und das hat man. Das ist echt gut. Zur Größe, ich trage 11 normal, ich habe 11 bestellt und die passen auch. Das ist tipptopp. Hier ist ein Verfallsdatum drauf. Handschuhe, Verfallsdatum, naja. Genau, also die passen gut. Und was echt angenehm ist, ist die Gummierung. Oftmals sind diese gummierten Handschuhe so stumpf, dass sie, als wenn das richtig backt. Das ist hier nicht. Das ist ein guter Kompromiss aus beiden. Also es rutscht nicht. Man kann es gut anpacken, aber es klebt auch nicht so eklig. Ansonsten qualitativ, wie man Uvex kennt. Also da sind keine Macken dran, nichts. Keine Fehlstellen von der Gummierung, keine losen Fäden, kein gar nichts. Finde ich richtig gut. Also so für Arbeiten, wo man Gefühl in den Fingern braucht, sind die tipptopp, kann ich dafür empfehlen. Natürlich nicht jetzt hier für Winter im Schnee draußen. Dafür ist das Quatsch. Auch wenn die gummiert sind und wasserabweisend sind hier. Geht aber eher darum, dass da kein Öl durchkommt und so weiter. Das ist da der Hintergrund. Also eher für Indoor feine Tätigkeiten, wo man ein bisschen Fingerspitzengefühl braucht.